Bei einem Pressetermin auf dem Seenotrettungskreuzer Minden im Listerhafen stellten der Erfolgsautor und Botschafter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Frank Schätzing, der Sänger Achim Reichel, auch er engagiert sich seit 2005 bei der DGZRS, und der Sternekoch Johannes King ihre Initiative für eine Küchenparty im Söllringhof in Rantum vor. Oh, ein Achim singt, Frank liest und ich koche, das ist ein wunderbares Trio, wo wir wirklich einen genussvollen Abend den Gästen darbieten können, und die zahlen richtig Geld auch, und wir wollen, dass das auch zu 100% ankommt, und deswegen engagieren wir uns da auch, weil das eine wahnsinnig wichtige Sache auch ist. Die Idee kam von meiner Frau, von Sabina und mir. Wir haben überlegt, dass wir was machen. Wir wollten eigentlich ja mal ein Botschafter für jemanden zu sein. Ist ja immer schön, irgendwo so eine Unterschrift zu leisten, sein Bild hinzuhalten. Aber wir haben gedacht, ein bisschen mehr wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und dann haben wir gedacht, okay, kochen und lesen und Musik wäre eine ideale Kombination. War so auch noch nie da, glaube ich. Nee, ich finde das auch eine gute Idee. Ja. Ja, und vor allem auch, es passt natürlich hier, wir sind an der Küste. Ja, die Seenotretter sind vor Ort. Vom Söllringhof aus hat man Blick aufs Meer. Ja, also mehr geht eigentlich gar nicht. Also Identität ist tatsächlich auch da. Ja, klar. Ja. Und ich meine, kein anderer hat, glaube ich, Schicksal auf hoher See so besungen wie er. Kein anderer kocht alles, was man aus der See ziehen kann, so wie er. Und ich habe ja literarisch auch eine Affinität zum Meer. Ich glaube, ich habe so viele Menschen sterben lassen durch das Meer wie noch nie in Ordnung zuvor. Also haben wir gedacht, wir sind Desaster erfahren bis hinten gegen, und dann können wir das heute auch gut durchziehen. Am Samstagabend fand dann der Koch-Event statt. Die 60 Plätze im Gourmet-Restaurant waren alle vergeben. Der Erlös der Küchenparty ging vollständig zugunsten der DGZRS, die sich ausschließlich aus Spenden finanziert und mit 54 Stationen, 60 Booten und rund 1000 Rettern für Sicherheit auf der Nordsee sorgt.